Rosenfeld, Feldenkirchen. Rosenfeld, Feldenkirchen. Rosenfeld, Feldenkirchen. Hallo, lieber Markus, schön, dich zu sehen, auch wenn du gar nicht hier bei mir im Studio bist, sondern an einem fernen Ort. Und ich weiß gar nicht, was ich mehr bewundern soll bei deinem Hintergrund, dieses Schwurbelbild oder den tollen Lichtschalter, den ich da sehe. Ja, ich habe es extra nett für dich gemacht. Das Bild habe ich selber gemalt. Schöner geht's So nicht, sieht's weil auch sonst die aus. kahle Wand hätte ich mir nicht zumuten wollen. Ja, Markus, ich lege jetzt einfach mal das Thema fest, über das wir reden, weil ich bin hier im Studio, ich habe die Studiohoheit und ich will mit dir über die Übergewinnsteuer reden. Das ist der neue heiße Scheiß hier in Berlin und es geht darum, die bösen, bösen Ölkonzerne, die ja jetzt am Benzinpreis und so richtig viel verdienen, denen die Gewinne etwas abzuschöpfen und so die Steuerkasse zu füllen. Und ich bin mir sehr sicher, du findest das eine ganz prima Idee, richtig? Ich habe da irgendwie so einen süffisanten, vielleicht sogar ironischen Tonfall bei dir rausgehört. Das verstehe ich gar nicht, warum du so despektierlich über diese in der Tat sehr gute Idee sprichst. Also das ist nun etwas, was in anderen Ländern schon häufig in Krisen- und oder Kriegssituationen angewendet wurden. Und ich muss ehrlich sagen, wenn aufgrund einer solch furchtbaren Situation Mineralölkonzerne überproportional viel Geld verdienen, der Staat gleichzeitig das Problem hat, bei grassierender Inflation die wirklich prekären Teile unserer Gesellschaft irgendwie für die einen gewissen Ausgleich zu schaffen. Deshalb scheint mir das ein logisches Instrument zu sein. Und jetzt kommst du. Ja, genau. Nur weil der Tankrabatt nicht funktioniert, weil er einfach eine wirklich schlechte Idee gewesen ist. Der Tankrabatt ist ja die Energiesteuer zu senken und so eigentlich den tankenden Bürger zu entlasten. Das funktioniert halt nicht, was auch viele vorausgesagt haben, dass es nicht funktionieren wird. Und dieser schlechten Idee, eine weitere schlechte Idee hinterherzuschieben, nämlich jetzt die Mineralölkonzerne zu besteuern, das löst das Problem nicht. Und ich finde, du hast ja gesagt, andere Länder machen es auch. Ich habe noch mal einen Blick zurück in die Geschichte geworfen. Es ist immer so, wenn der Staat eine Steuer oder Abgabe einführt, auch wenn sie eigentlich nur temporär sein soll, dann bleibt sie in der Regel für sehr lange, wenn nicht für immer. Ich erinnere an den Solidaritätszuschlag, der schon vor Jahren eigentlich wieder abgeschafft werden sollte, den immer noch einige Menschen in diesem Land zahlen müssen. Und diese berühmte Schaumweinsteuer, die Kaiser Wilhelm damals eingeführt hat, um seine Flotte zu finanzieren. Die Flotte ist längst untergegangen, das Kaiserreich auch, aber die Schaumweinsteuer, die zahlen wir alle immer noch tapfer. Jetzt sagst du mir wahrscheinlich, das ist dir alles zu populistisch, was ich sage, aber eine solche Übergewinnsteuer ist Willkür. Weil woran willst du sie festmachen? Wer setzt fest, ab wann ein Gewinn verdient ist und ab wann ein Gewinn abgeschöpft wird? Der Staat. Aber wie soll er es festsetzen? Sag mal ein Beispiel. Es ist wahnsinnig schwierig, aber ich meine, diese himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass da gewisse Branchen, und klar, wir haben hier die Energiebranche, aber wir können von mir aus noch mehr Aufschrei auf deiner Seite auch über die Rüstungsindustrie sprechen. Weißt du, in einer Zeit, die wirklich massive Verwerfungen weit über die Ukraine hinaus nach sich zieht. Und die hohe Inflation und was das für gerade nicht gut Betuchte bedeutet, habe ich ja eben schon drüber gesprochen. Ist es nicht zu rechtfertigen, dass gewisse Branchen auch an diesem Leid und an diesem Elend sogar noch überproportional daran verdienen. Und da finde ich es von politischer und juristischer Seite wirklich jede Anstrengung ist wert, zu schauen, das so zu machen, dass es auch keine Willkür ist. Natürlich musst du dann andere Zeiträume als Maßstab festlegen und dann gucken, was kommt jetzt gerade krisenbedingt obendrauf. Und anders als bei deiner Schaumweinsteuer wäre es natürlich so, dass sobald diese Krisensituation vorbei ist, auch für meine Überzeugung diese Steuer fallen müsste. Und das kann man ja. Das aber du hast ja, jetzt gerade gesagt, wenn man das möchte, Branchen, kann man die umfallen lassen. Du hast gerade gesagt, Branchen, die an einer Krise verdienen, überproportional verdienen, die sollen doch dann auch was abgeben für den Rest der Leidenden. Wie ist denn das zum Beispiel mit BioNTech in der Corona-Krise gewesen, die den Gewinn ihres Lebens gemacht haben mit diesem Impfstoff? Hätte man denen auch eine Übergewinnsteuer aufdrücken müssen dann?
Auf gar keinen Fall. Aha. Das sagt er einem ja der gesunde Menschenverstand. Ja, bei wenn dir gibt's die gute und schlechte das eine Produkt herstellen, wenn die das eine Produkt herstellen, was weltweit die Krise beendet, dann gibt es darauf natürlich keine Extrasteuer. Und ich freue mich auch schon auf den nächsten Wahlkampf, wo dann Politik und Wahlkampfversprechen damit gewacht wird, die bösen Teile der Wirtschaft und Ölkonzerne böse und schlecht zu finden, ist ja ganz einfach und sehr populistisch. Wahlkampf damit gemacht wird, solche Konzerne zu besteuern und damit mehr soziale Gerechtigkeit zu schaffen, indem man das Geld dann zum Beispiel ins Sozialsystem steckt oder als Energiegeld zurückgibt, wie das ja jetzt gerade überlegt wird. Weißt du, und auch ein Beispiel, ne? Also festzulegen, ab wann ist denn ein Gewinn über dem Normalmaß, was immer das Normalmaß ist. In den USA gibt es tatsächlich auch die Überlegung, auf Mineralölkonzerne, auf deren Übergewinne eine 95-prozentige Steuer zu legen. Und der Übergewinn soll berechnet werden, was von 2015, glaube ich, bis 2019 der durchschnittliche Ölpreis war. Und alles, was darüber hinaus ist, das ist dann der sogenannte Übergewinn. Da kommst du, wenn du diesen Zeitraum nimmst, auf, ich glaube, das waren $57. Der ist sehr willkürlich gewählt, weil wenn du nur 3 Jahre weiter zurückgehen würdest, da war der durchschnittliche Ölpreis $108. Da hast du dann einen ganz anderen Übergewinn. Also das meine ich, der Staat kann willkürlich festlegen, ab wann ein Gewinn zu viel ist. Ja. Also der Staat setzt auch willkürlich Steuern fest. Also wenn du das Wort Willkür so gern als Kampfformel benutzt, das kannst du wirklich für alles benutzen. Und ich finde es fast rührend, wie du hier eine Lanze für die Mineralölkonzerne brichst. Nein, für die freie Marktwirtschaft, Markus, für die freie Marktwirtschaft. Ja, und auch dieses leicht Populistische ist mir nicht entgangen, dass du alles so ein bisschen verrührst, deine Sorge, dass in einem Wahlkampf das und das gefordert werden könnte. Ja gut, Sorge, dass in Wahlkämpfen irgendwas Quatschiges gefordert wird, die kann man immer haben. Aber wir es wird dann nachher auch umgesetzt. Vorschlag, den ich unterstützen würde, diese Steuer für diese Konzerne genau jetzt. Und wer dann im Wahlkampf noch was fordert, ist mir eigentlich gerade ziemlich schnuppe. Ja, du sagst das Quatschige, was dann im Wahlkampf gefordert wird. Das Schlimme ist, wenn das Quatschige dann reale Politik wird. Wir hatten es doch am Beispiel Mindestlohn. Also es wurde extra eine Mindestlohnkommission, eine externe eingerichtet, die den Mindestlohn festlegen soll, damit er eben nicht Spielball von politischen Forderungen wird. Jetzt haben wir gesehen, Olaf Scholz hat Wahlkampf gemacht mit Mindestlohn 12 Euro. Jetzt kommt Mindestlohn 12 Euro. Also da brechen Dämme. Und ich finde, freie und vor allem die soziale Marktwirtschaft, die funktioniert und deren Prinzip ist, der Staat setzt einen Rahmen, aber der Staat darf nicht zum Akteur des wirtschaftlichen Geschehens werden. Und das wird er mit einer Mineralölsteuer. Also, und vielleicht wäre es einfacher, wenn die Ampel sagen würde, dieser Tankrabatt ist eine dumme Idee gewesen. Ja, das war auch nicht meine Idee. Ich halte ihn in jeder Hinsicht für absolut Quatsch. Also sozial, wirtschaftlich und auch ökologisch ist er hirnrissig. Da sind wir uns wenigstens mal einig. Aber ich muss dir sagen, wenn gewisse Branchen aus Kriegs- und Krisensituationen überproportional viele Gewinne abschöpfen, ist es für mich keine soziale Marktwirtschaft. Und dieses Prinzip würde ich gerne verteidigen. Sehe ich anders, auch wenn du mit der Rüstungsindustrie kommst. Letzter Satz, der Delfin hat schon gequietscht. Um die Ukraine zu unterstützen, braucht die Ukraine Waffen. Und diejenigen, die mit Waffen dann die Ukraine unterstützen, diese Waffen produzieren, die dann mit einer in deiner Welt auch noch Übergewinnsteuer zu bestrafen, finde ich seltsam. Aber der Delfin hat gequietscht. Markus, wir können ja nächste Woche vor Ort weitermachen. Ich gucke jetzt mal, was die Zuschauer wollten im Seitenblick, worüber wir reden. Über den Auftritt von Angela Merkel, sie ist wieder da, genau. Das Misstrauensvotum gegen Boris Johnson oder den Corona-Herbst, die nächste Welle kommt bestimmt, zumindest wenn man Karl Lauterbach glaubt. Und es ist der Auftritt von Angela Merkel geworden. Und mein Kollege, der gute Robin Alexander, hat getwittert, Merkel gibt zur Russlandpolitik die Piaf, je ne regrette rien. Und für den Zustand der Bundeswehr ist der Haushaltsausschuss verantwortlich. Ich kann Robins Meinung nur teilen, also so wenig Selbstkritik und sich hinterfragen, obwohl sie Merkel ja gestern andauernd gesagt hat, sie hätte sich immer wieder die Frage gestellt, war das richtig? Und im Rückblick kommt sie grundsätzlich zu der Antwort, ja. Von Nord Stream 2 bis Bundeswehr, also entweder waren es die anderen oder es war die SPD. Das fand ich schon ein bisschen enttäuschend. Und ich hatte so das Gefühl, da ist eine Frau, die
die ihr Erbe versucht zu verteidigen. Innenpolitisch haben wir ja in Corona gesehen, was für einen katastrophalen Zustand dieses Land nach 16 Jahren Merkel ist. Und es war immer die Außenpolitik, mit der sie geglänzt hat, seit dem Ukraine-Krieg oder dem Überfall Russlands auf die Ukraine, muss man sagen, ist auch da die merkelische Politik im Nachhinein gescheitert. Wie siehst du es? Also ich sag mal, bis auf so ein paar nörgelige Journalisten wie uns, bin ich mir sicher, irgendwie solche Auftritte wie da gestern Abend in einem Berliner Theater, da werden wieder Massen an Leute dahinschmelzen und sagen, ach, das war ja so toll, sie ist ja so schlagfertig, sie ist ja so bescheiden. Wie sehr vermissen wir sie. Ich muss sagen, je länger der aktuelle Kanzler regiert, umso mehr, ich hätte mir das niemals gedacht, kommt auch bei mir ein bisschen Wehmut auf. Warum? Sie hat also ihre schnoddrige Art zu erzählen, hat schon was Schönes. Aber ja, im Kern muss ich sagen, gebe ich dir recht, dieser Mangel an Selbstbefragung, Selbstkritik, Selbstreflexion, der ist schon erstaunlich, weil nur ein Punkt, also natürlich hat Gerhard Schröder den Grundstein für die deutsche Abhängigkeit von russischer Energie gelegt. Aber man darf nicht vergessen, in der Kanzlerschaft von Angela Merkel wurde das nochmal auf über 50% die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas gesteigert. Und da im Nachhinein nicht mal zu sagen, also ich sehe, es war ein Fehler. Ich kann es zwar nicht mehr ungeschehen machen, aber diese Abhängigkeit hätte ich Deutschland gerne erspart. Mhm. Ich glaube, das wäre nicht zu viel verlangt gewesen. Sehe ich genauso übrigens, was den Zustand der Bundeswehr angeht. Es war ein Unionsminister immer im Verteidigungsministerium. Es war ein Unionsminister zu Gutenberg, der die Wehrpflicht abgeschafft hat, aus Kostengründen. Also da finde ich auch, da hätte ein bisschen mehr Selbstkritik, hätte sie noch schlagfertiger und noch charmanter vielleicht dastehen lassen. Was ich aber schön fand, Sie hat erzählt, dass sie quasi für sich das Hörbuch entdeckt hatte. Richtig. Und also quasi ist jetzt unter die Podcast-Hörerin gegangen, aber nicht irgendwie so modernes Zeug, nein, sondern sie hat Shakespeare-Dramen am Strand, irgendwie an der Ostsee, ich glaube auf Usedom oder so, hat sie Shakespeare-Dramen als Hörbuch gehört. Und um runterzukommen nach 16 Jahren Regieren. Ich muss sagen, das gönne ich ihr sehr. Was machst du eigentlich, um runterzukommen? Was hörst du denn? Oh, jetzt hast du mich erwischt. Ich höre auch gerne Hörbücher, allerdings wirklich so die ganzen Klassiker. Da bin ich noch nie auf die Idee gekommen, irgendwie die als Hörbuch. Gibt es wahrscheinlich alles vertont als Hörbuch. Das wäre jetzt noch eine Chance für mich, an ein paar Klassiker zu kommen. Diese Anregung von Frau Merkel werde ich mal mitnehmen. Okay, also das Motto für die nächste Sendung ist mehr Macbeth hören und mehr Shakespeare wagen. In diesem Sinne, lieber Markus, war es schön, mit dir zu sprechen. Auch wenn du an einem fernen Ort gewesen bist, umso mehr freue ich mich, dich nächste Woche wieder hier bei mir im Studio zu haben. Und nochmal, tolles Bild, was du da gemacht hast. Gerne. Es war mir auch ein Vergnügen, auch wenn du wieder ganz schön viel Unsinn erzählt hast. Komm, das letzte Wort soll da sein.